Guten Abend, hallo. Willkommen in Berlin. Berlin, Berlin heißt es hier, die goldenen 20er Jahre. Ja. Was ist die Faszination an diesen goldenen 20ern? Ja, da ging die Lucy ab, da war wirklich was los und das müssen wir erst noch lernen hier, glaube ich. Nun haben wir wieder die 20er Jahre. Was treibt Sie derzeit um? Was bewegt Sie? Was macht Sie traurig? Was erfreut Sie? Ja, sehr viele Sachen machen mich traurig, weil natürlich die Corona und die Situation im Augenblick natürlich scheint gar nicht aufzuhören. Ich meine, Corona, es sind gerade in meinem Beruf so viele Theater kaputt gegangen, Lesungen ausgefallen, Schauspiele, die keine Arbeit haben. Hart. Und so ist heute ein schöner Abend. Wen haben Sie an Ihrer Seite mitgebracht heute? Das ist meine Tochter. Wow. Meine schöne Tochter. Große Tochter. Ja, na klar. Ich bin ja nun auch kein Zwerg. Es liegt aber an den Schuhen. An den Schuhen. Also. Eigentlich. Wie ist es mit dem Papa auszugehen? Ich bin ja schon dran gewöhnt. Also wir haben ja schon einige rote Teppiche zusammen gemacht. Aber jetzt nach 2 Jahren das erste Mal wieder zusammen. Ja, genau. So. Nun ist die Weihnachtszeit losgegangen. Es steht Weihnachten vor der Tür. Wie werden Sie die Zeit verbringen oder Weihnachten, die Festtage? Naja, also ich arbeite bis zum Schluss, du auch, nicht? Mhm. Bis kurz vorher und dann hat man den Heiligen Abend und hat dann noch 2, 3 Tage und dann geht es ja eigentlich weiter. Haben Sie Traditionen? Wie wird gefeiert in der Familie? Naja, also kaltes Essen und Geschenke auspacken und Weihnachtsbaum und so wie eigentlich jedes Jahr. Nicht zu viel Arbeit und nicht zu viel Stress, aber schön. Wir haben gelesen, Sie haben eine neue Frau an Ihrer Seite. Wird die auch die Festtage mit Ihnen verbringen? Wie ist es geplant? Ja, die ist irgendwo. Hier, die ist irgendwo. Wo ist sie? Ich sehe sie jetzt im Augenblick nicht. Julia, was ist das Besondere an dieser Frau? Naja, das geht mir jetzt zu weit. Das gehört jetzt nicht hierher. Pläne und Wünsche für das neue Jahr 23, was dann vor der Tür steht? Dass es besser wird als die letzten Jahre. Also für uns alle, glaube ich. Wie werden Sie sich fit und gesund halten? Ja, ich mache ja Sport. Sehr gut. Da muss ich mich halten. Ich habe das Gesicht gefühlt, was sie gemacht hat. Okay? Wenn man so eine tolle Karriere hat wie Sie, was war der schönste Moment? Sie hatten ja etliche Rollen. Ihre Stimme ist eine der bekanntesten Deutschlands. Bis Hollywood haben Sie es geschafft und wieder zurück nach Deutschland. Was war der Höhepunkt für Sie? Es war nichts Berufliches. Beruflich nicht. Weil nichts ist so kurzlebig wie meine Karrieren oder Karrieren eines Schauspielers. Ein Flop und alles ist vergessen. Insofern sind das private Dinge. Meine Kinder, meine Beziehung, mein Buch, solche Sachen. Meine Schauspielerei ist jetzt nicht das Wichtigste in meinem Leben. War es aber auch nie. Das haben Sie schon gesagt. Einen schönen Abend für Sie. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.